Hallo liebe Zwillinge, heute seht ihr mich in einer neuen Location. Schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Reading heute für April 2023. Wir starten wie gewohnt mit eurer Grundüberschrift, mit dem Musentarot, gehen ins Keltische Kreuz mit Zigeunerkarten und Crowley-Tarot. Zu guter Letzt gibt es den blinden Fleck aus dem Symbolonorakel. Wie immer, spürt bitte mit, die Rollen können vertauscht sein und sehr gerne könnt ihr die Legung zu eurem Aszendenten anschauen. Unterstützt mich in meinem Wachstum auf diesem Kanal. Ich freue mich über eure Likes, Abos, lieben Kommentare und für private Legungen findet ihr alle Infos unten in der Box. Los geht's in eure Grundüberschrift. Diese lautet das Ass der Materie. Es geht um die Fülle, liebe Zwillinge, und zwar um die materielle Fülle, ja? Das ist das Ass der Münzen, möglicherweise um ein sehr spezielles, interessantes Angebot im April. Ich lese euch aus meinem schlauen Büchlein hier ein paar Inputs vor. Diese lauten: aufregender Neuanfang, neue Wurzeln, zukünftige Annehmlichkeiten, Manifestieren von Überfluss. Das Potenzial für enormen Wohlstand, Sicherheit und Reichtum. Und es geht um das Thema an der Schwelle einer Entwicklung. Da ich ja selbst eine Zwillingsgeborene bin, meine Lieben, kann ich euch bestätigen, dass ich mit dieser Aufgabe selber schon begonnen habe und ich bin immer noch fleißig am Lernen, denn auch ich will in den Wohlstand. Die Frage lautet dann auch immer, bin ich nicht schon im Wohlstand? Das kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Es geht immer ums Jetzt. Wenn ihr euch immer wieder ins Jetzt bringt, gibt es nicht wirklich ein bestimmtes Problem. Eine sehr raffinierte Übung. Wir gehen jetzt in die drei Grundenergien vom Keltischen Kreuz für April für euch Zwillinge. Diese lauten das kleine Geld, der Witwer und die Botschaft. Ja. Hier geht es ganz klar um eine Nachricht von einer männlichen Person. Diese männliche Person kann etwas älter sein als ihr, das kann eine Vaterfigur sein, ein männlicher Mentor, ein Mann in einem Entwicklungsprozess. Der blickt hier auf das kleine Geld und nicht auf das große Geld und es geht um die Kommunikation in diesem Kontext. Ja, hier geht es auch um Opferverhalten mit dem kleinen Geld. Das Geld fließt hier zwar, aber ja, nicht in diesem Sinne vom Ass der Materie, ganz klar zu sagen. Hier spüre ich auch persönlich eine Message, dass das Geldthema mit dem Vater eurer Kindheit zusammenhängen kann, dass er euch nicht erlaubt, in die Fülle zu gehen. Ja? Und wie gesagt, die Kommunikation haben wir auch hier liegen. Es geht in euren Gedanken um einen Neuanfang. Es kann um eure Kinder gehen, es kann um die innere Kindheilung gehen, wie ich gesagt habe, Vaterfigur mit dem Witwer und dem Kind. Kann auch um den Vater eurer Kinder gehen, ja, auch um Kindergeld und dass hier eine Botschaft im Raum steht, auch das soll ich euch hier ganz klar mitteilen, das kommt hier sehr stark rein. Das wird hier im Kollektiv relativ präsent sein. Es geht auch um einen Neubeginn, den ihr vielleicht schon in der Vergangenheit starten wolltet. Vielleicht geht es auch um eure Kinder, die hier herausgefordert sind. Es gibt ja auch erwachsene Kinder, die mit Geldthemen möglicherweise an euch herantreten. Was gibt es noch zu verkünden? Es kann auch um den Beruf mit Kindern grundsätzlich gehen, dass ihr mit diesem Gedanken spielt. In eurem Unterbewusstsein ist der Geliebte, das kann der Mann eures Herzens sein, euer Partner sein. Grundsätzlich ist es eine männliche Person, die euch sehr stark am Herzen liegt und diese Person blickt in die Vergangenheit. Auch in diesem Kontext kann es um das Thema gehen, das ich anfänglich erwähnt habe. Ja? In der Vergangenheit ging es um die Traurigkeit, da ging es sehr stark um die Heilung von eurem Gefühlsleben. Ja? Was hat euch in der Vergangenheit zwecks Geld zum Beispiel traurig gestimmt? Was durfte da in Heilung treten und ist in Heilung getreten? Ja?
In der nächsten Zukunft geht es um den Tod. Hier geht es um einen krassen Loslassprozess, um eine wichtige Transformation. Und hier darf alles ausgemistet werden, was nicht mehr in euer Leben passt. Ja? Hier kann es auch darum gehen, dass genau diese Themen in einer Botschaft verpackt werden. Es geht mit Sicherheit um die Eifersucht. Ja? Verstrickungen, Neider, Eifersüchteleien. Hier kann es darum gehen, dass der geliebte Mann eures Herzens eifersüchtig ist oder umgekehrt oder verstrickt ist. Und diese Verstrickungen, die gilt es hier zu lösen. Ja? Ganz klar sich davon abzunabeln und zu trennen. Und wie gesagt, loslassen, sauber machen, reine machen von Umfeldern, von Menschen, von Situationen, die euch nicht nähren. Ja? In eurem Umfeld haben wir die Hoffnung. Hier seid ihr ganz klar zusätzlich in einem Umfeld, das euch nährt, das euch gut tut. Hier gibt es auch jemanden, der euch Hoffnung schenkt, der euch eine neue Hoffnung glauben lässt. Das spüre ich hier auch. Hoffnung oder Befürchtung ist die Krankheit. Ja? Vielleicht geht es hier auch um Krankheitssymptome, die ihr aus eurer Kindheit kennt, denn die Karten blicken alle in die Vergangenheit. Vielleicht habt ihr Angst vor bestimmten Neubeginn. Vielleicht habt ihr wirklich Angst vor einer konkreten Krankheit, die kann körperlich, seelisch, psychisch, geistig stattfinden. Kann ja auf allen Ebenen passieren. Ich glaube nicht, dass die Hoffnung auf eine Krankheit liegt, denn dann wäre man eine Art Hypochonder, wo man sich bestimmte Krankheiten aus den Fingerlein sagt, um bestimmte Vorteile zu genießen. Wenn dem so ist, dann dürft ihr euch davon verabschieden. Ja? Der Ausgang, meine Lieben, lautet das Unglück, der Besuch und die Falschheit. Ja? Hier geht es um einen Wake-up-Call. Hier geht es um darum, dass etwas zusammenbricht, was nicht auf Fels gebaut wurde, um ein Treffen. Läuft während dieses Treffens alles richtig oder läuft komplett alles schief? Wer ist hier ehrlich bei diesem Treffen, wer nicht? Es geht um das Zeitmanagement von Terminen mit der Besuchskarte. Es geht auch um Verbindlichkeit. Wer ist in einer Verbindung verbindlich, wer nicht? Trifft man sich da auf demselben Nenner? Das soll ich euch fragen. Es geht möglicherweise um viele Termine, wo ihr herausgefordert seid, wo ihr euch auch fragt, ist das jetzt richtig? Passt das zu mir oder nicht? Ja, das spüre ich hier raus. Unter dem Deck haben wir den Brief. Hier geht es um eine Botschaft, um eine Nachricht. Es geht um die Sicherheit in der Liebe, die ihr in allererster Linie in euch selbst finden dürft. Dann werdet ihr eine neue Qualität an Verbindungen führen. Und es kann hier auch um Verträge und Dokumente gehen. Ja? Gut. Wie versprochen geht es jetzt zu den Klärungskarten im Crowley Tarot. Ich hätte hier gerne eine Klärungskarte zum Tod. Ups, da zeigt sich der Teufel. Das gefällt mir gut. Ihr sagt hier dem Teufel das Ende an. Es gibt hier einen Hinweis auf Steinbockgeborene. Es geht hier um die Transformation in eurem Sexualleben, möglicherweise. Es geht um den Tod von Abhängigkeiten, Co-Abhängigkeiten, Süchten und so weiter. Um den Tod von giftigen Umfeldern, kommt mir hier auch rein. Ja? Dann hätte ich gerne hier die nächste Klärungskarte zur Eifersucht. Es geht mit Sicherheit um die Eifersucht. Da haben wir den Ritter der Schwerter. Hier geht es möglicherweise um einen konkreten Angriff, weil jemand eifersüchtig ist. Es geht um mögliche Eifersucht in der Kommunikation. Dafür steht auch der Ritter der Schwerter. Da steht ja für euch Luftzeichen, geborene Zwillinge, Waage, Wassermann. Oder es geht um ein anderes Sternzeichen. Oder vielleicht seid ihr doppelte Luft, das heißt auch euer Aszendent ist ein Luftzeichen. Hier geht es um Klarheit, hier will Klarheit geschaffen werden. Hier muss Klarheit geschaffen werden, soll ich euch sagen. Nächste Klärungskarte für den Ausgang grundsätzlich. Die zwei der Scheiben ist eine konkrete Veränderung, die sich materiell sichtbar macht.
Ja? Hier werdet ihr Schattenthemen ans Licht bringen, ja? Und geht immer wieder ins Jetzt, in die Unendlichkeit, wo alles möglich ist, soll ich euch sagen. Denn hier haben wir die Lemniskarte, die liegende 8, die spricht nämlich dafür. Ja? Und diese Veränderung, die hier angedeutet ist, die wird in der Materie greifbar sein. Das ist hier sehr wichtig. Und hier gilt es, in einer herausfordernden Situation auch eine Veränderung, eine konkrete Veränderung zu realisieren, umzusetzen, nicht zu denken, nicht zu fühlen, sondern in die Materie zu bringen. Und wir haben hier das Ass der Materie. Ja? Zu guter Letzt bitte um den blinden Fleck für die Zwillinge für April. Was darf ich euch da noch mit auf den Weg geben, meine Lieben? Den Marktplatz der Eitelkeit. Ja? Hier geht es um Verbindungen, die total an der Oberfläche kratzen. Seid ihr damit glücklich oder nicht? Könnt ihr hier eine bestimmte Rolle in diesem Kontext einnehmen oder geht es euch gegen den Strich? Ist es ein gesunder Kompromiss? Ist es ein falscher Kompromiss? Hier läuft man auch Gefahr, in einer Verbindung nur ein Anhängsel zu sein oder den Gegenüber dafür zu missbrauchen. Ja? Darum geht es hier, es geht um starke Oberflächlichkeiten. Ja? Hier sehe ich auch, dass es um Verbindungen geht, wo ihr vielleicht von anderen beneidet werdet. Ja? Das kommt hier noch sehr stark durch. Mit diesen Impulsen schließe ich hier jetzt ab. Ich wünsche euch einen zauberhaften April und ich freue mich schon auf das nächste Reading mit euch. Bye, bye.